So, sind wir wieder. Jetzt gucken wir mal kurz ganz schnell hier am Start. Hier. Was brauchen wir? Heilige Maske. Ich guck mal schnell, was wir hier überhaupt haben. Was war, warte mal, wo war das jetzt? Wo habe ich jetzt die Heilige Maske brauchen wir? Dann haben wir Adamantitmaske oder Titanmaske. Und die fehlt noch. Adamantit oder Titan fehlt. Dann brauchen wir Mithrilmaske, die fehlt auch. Oder Uraikalkos, haben wir auch nicht. Und Kobaltmaske oder Palladium. Palladium haben wir. Also es fehlt noch Titan, Mithril, Uraikalkos, Kobalt, definitiv. Aber die Seelen haben wir schon, da fehlen uns aber nur dann die blauen Seelen. Guck ich doch mal, ob ich hier unten die Erze dafür habe, entsprechend. Von wem kriegen wir denn eigentlich die blauen Seelen? Blaue weiß ich gar nicht jetzt mehr. Bestimmt von Mondlord. Warte mal, ich will mal schnell gucken, wo die ganzen Erze... Sind die nicht schon hier drüben? Lass mich mal eben schauen. Habe ich nicht hier drüben die ganzen Erze irgendwo hingepackt? Mensch. Die 100.000 Teleporter, die du gesammelt hast. Pilzmithrid, Grünalgenwachen. Die sind alle hier irgendwo. Palladium, Dämonie. Hier sind die Waffen. Ich muss noch mehr Erze hier irgendwo haben. Warte mal, die waren doch hier, die ganzen Erze. Platin nützt uns aber nichts. Das wäre Titan. Silber nützt uns schon gar nichts. Obsidian, Dämonit. Na, wir schmelzen jetzt mal ein. Was geht? Hier ist noch Planadium. Mithril. Schattenkugel brauchen wir jetzt mal nicht. Regenwolke, will ich auch nicht, was ich sagen soll. Wolfram. Ich werde es mal erstmal aus allem ein paar Barren machen. Das nützt jetzt nicht. Das packen wir das mal alles. Schmelzen wir mal so weg. Dann kann nämlich auch die Kiste da weg. Das stimmt eigentlich. Das noch raus und das noch raus. Dann haben wir nämlich wieder eine neue Kiste, die da unten weg kann. Kann ich die jetzt abbauen von hier oben aus? Warte mal. Ja, jetzt muss ich nur noch einsammeln gehen. Ich kann ja übrigens zwei Helfer rufen, weil ich ja das erhöht habe, dieses Dingens. Hier, guck mal, zwei laufen mir da hinterher. Hier ist der Öfen. Jetzt gucken wir mal, wo da gleich, haben wir noch ein bisschen Platz hier. Ein kleines wenig. Das wollte ich gleich mal schnell Barren machen. Also, herstellen wir mal alle herstellen. Der Rest kommt in den Müll. So, das haben wir. Palladium, was geht? Ein paar haben wir noch, glaube ich, noch. Da muss ich irgendwie Kobalt noch finden. Das wird ja ein anstrengendes Teil. Inventar ist voll, war klar. Das heißt, die zwei Höhlensteine können auch weg, die zwei Kupfer können auch hier weg. Das eine Palladium raus. Zweimal Meteorit fort. Ach komm, hier Regenwolke. Brauchen wir auch nicht. Ich sehe gerade, die Tür ist offen schon wieder. Na, welche Tür? Wie viele Türen haben wir denn? Achte. Da? Oh. Du, manchmal machst du das mit Absicht, da verkohlst du mich, stimmt's? Nö. Nö. Jetzt haben wir Dämonit noch ein bisschen dazu gepackt. Und was haben wir denn hier noch? Platin haben wir noch ein bisschen dazu. Nützt mir aber nichts. Das ist alles nicht das, was uns was bringt. Wolfram nützt uns wahrscheinlich auch nichts. Wolfram ist ja auch nicht Hartmut. So. Gehen wir mal gucken. Hier irgendwo sind die doch, die ganzen. Ne, hier sind sie nicht. Dann sind sie da oben drüber auch nicht. Wo sind sie denn? Hier auch nicht. Na, hier hast du mir auf. Dann müssen wir das. Hier. Naturbelassenes. Bearbeitetes. Wo ist denn jetzt hier? Herrschaftszeiten. Wenn man das einfach nicht. Seine eigene Ordnung, weil hier keine Schilder gehen und nichts, ey, weil man es nicht beschreiben, beschriften kann. Wo sind jetzt die ganzen Barren? Weißt du, wo die ganzen Barren sind? Zufällig. Welche denn? Na, unser alles geschmolzenes Zeug. Alles, was so geschmolzen wurde. Alle Barren? Ja, alle Barren. Wo sind die denn? Na, das muss alles mit Weisen. Hier, das meinst du auch das hier? Ich hab sie gefunden. Ja, das zum Beispiel. Ich hab's. Ich hab was gefunden. So. Haben wir noch ein bisschen was dazugepackt. Dann heißt das hier, die drei Mithril können in den Müll und die zwei Platin können auch weg. Und das ist
nichts hier. Schattenkugeln, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, aus der Natur sind die, ne? Das ist ja nun voll. Pack was hier oben mit rein, Schattenkugeln. Und auch Obsidian kann da mit rein. Das bisschen Silber, ich weiß auch nicht so richtig, Silber. Ach, dann hau ich es mit dazu hier oben. Falls wir später mal irgendwann brauchen. Nicht nachbearbeitet. Jetzt packen wir mal die Kiste hier, die stellen wir hier mit gleich hin. Und dann gehen wir mal dahinter und fangen an, noch ein bisschen was zu bauen. Also, jetzt machen wir Holzplanken, ganz viele Holzplanken, weil wir uns einen Weg in den Himmel bauen müssen, und zwar genau über dem Wasser. Weißt du, was wir vorhaben? Nee, dachte ich mir schon. Ich bin natürlich sehr langsam unterwegs gerade. Ja, und ich bin sehr langsam unterwegs gerade. Was machen wir denn? Ich möchte gerade zum Wasser hintergehen. Und dann? Da, wo der Herzog Fischkorn rauskam. 47 ist jetzt. Ja, ja. 49. Den können wir jetzt natürlich nicht bekämpfen, den Fischkorn. Aber ich möchte da eine Brücke bauen, damit wir nachher gut. Gut gehen kämpfen können. Genau so sieht's aus. Ich habe auch was habe ich denn für komische Drecksflügel auch an hier? Schaurige Flügel. Also irgendwie heißt es Flügel. Meine aktuelle Ausrüstung ist doch witzlos. Dann brauche ich mal Hilfe dahingehend, was hier nun das Optimale ist an Ausrüstung. Ich habe gelesen, nur einer könnte gegen Fischfrauen gewinnen. Ja, nur einer, das bin ich. Das bin ich? Der das Handbaumschwert. Du meinst, das Handbaumschwert hilft dir gegen Fischron? Naja. Was denkst du, wie viel Schaden ich damit mache? So kann ich das sogar mit. Machst du denn wirklich so viel Schaden mit dem Fisch, mit dem Tannenbaumschwert? Das werden wir ja jetzt irgendwie überschlägt sich, wenn wir die Musik, habe ich so das Gefühl. Also die Hintergrundmusik ist ja zurzeit der Wahnsinn. Was geht denn da ab? So. Ist immer so weiter Weg hier. Dann bin ich so langsam, weil ich die Stiefel nicht habe, die richtigen. Jetzt sind wir am Meer. So, jetzt nicht, dass er jetzt von denen gleich aufwacht. Jetzt Planken. Ich verlasse mich jetzt darauf, dass du mir hier hilfst. Komm ja schon. Fliegen bin ich nicht schneller. Fliegen bist du schneller? Ich baue einfach mal hier eine große, lange. Federmaus! Nee, ich baue keine Federmaus, ich baue eine Brücke. Und da. Was war das jetzt hier? Was kommt denn hier angeflogen? Das mache ich jetzt mal ein bisschen Licht, damit es nicht so dunkel ist. Ich habe Fackeln. Ich habe Fackeln. Ja, was, ich habe auch Fackeln, pass auf. Ganz besondere Fackeln habe ich, nämlich diese. Haha. Die heilen uns nämlich, damit man hier gegen, wenn man schon gegen den Tug kämpft. Und wenn du mal Licht brauchst, dann fragst du mich, ich habe 15 Fackeln. Ja, ich frag dich. Sobald ich Licht brauche, frage ich dich. So, das ist natürlich die Frage nur, wie weit jetzt diese. Wir bauen jetzt hier eine Brücke und jetzt gehen wir vor allem, müssen wir jetzt die Brücken bis zum Ende bauen. Bis hoch, ja. So. So viel Holz habe ich hier aber nicht. Das ist ja eine super Sache hier. Nein, wer fummelt mir denn hier im Weg rum schon wieder? Nein. Ich flipp hier gleich aus, ey. Das ist so ein frustrierendes Spiel hier. So richtig so zum Ausflippen ist das. So. Ich habe genug Kleber für diesen hier. Für den Flammenwerfer hast du genug Kleber? Für den Flammenwerfer habe ich extra so viel Kleber gesammelt. Schön ist das. So. Nur leider, oh. Nur leider hab ich den verpasst. So. Wir haben erstmal eine ganze. Hier ist ein ganzes Stück. Ich weiß aber nicht, ob das lang genug ist oder ob wir gegen Fisch rennen. Wir müssen, glaube ich, einfach nur über den drüber hüpfen und dann im Kreis um den herum fliegen und so ein bisschen ausweichen. Ich habe gelesen, dazu wird das nicht. Hast du das gelesen? Hier ist gleich die Karte zu Ende. So. Und dann müssen wir uns irgendwie einen Weg nach oben bauen, so ein bisschen.
Gucken, ob das was wird. Oh, hör doch mal auf, ey. Immer dieser Mist da. Papa. Warte mal, wo bist denn du? Ich sehe gerade nicht. Ja? Ich habe noch ein Brett eingesammelt. Du hast auch noch ein Brett eingesammelt? Ich will nur, dass das hier nicht im Weg steht nachher. Wir gehen den kämpfen. Jetzt habe ich es wieder abgebaut. Ich krieg Akrisen. So, hier ist noch mehr so ein Mist im Weg. Und von dir ist er auch so komisch. Was macht denn der Baum hier im Weg? So, jetzt bist du ins Wasser gefallen, na toll. Kommst du wieder raus? Jetzt wirst du ja ertrinken. Spiel dich schnell nach Hause, wenn du jetzt nicht mehr hochkommst. Spiel dich nach Hause, sonst ertrinkst du. Du schaffst es nicht hier hoch. Also hier geht's nicht weiter, okay. Nimm Spiegel und spiel dich nach Hause, sonst ertrinkst du. Okay, das ist hier hinten nämlich ein echtes Problem. So, ich versuche mal, kann ich hier eine Wand hinbauen? Ich glaube nicht. Ja, meine beiden Helfer sind auch, die treffen auch nicht so richtig. Aber wenn sie mal treffen, dann machen sie ganz gut Schaden. Nette Geschichte. Ja, noch ein bisschen einsammeln das Zeug. Das verteile ich mal. Ja, das ist gut. Ich verteile mal noch ein paar Lager. Nee, ich brauche neues. Ich habe noch ein Brett. Ich dachte, ich bin hier runtergefallen. Kannst du keinen mehr bauen? Ein Brett hast du noch? Ja. Okay. So. Du hast noch 35. Warte. Hier hinten kann ich keine Wand bauen, also muss ich hier vorne weiter oben anfangen. Ich fahre mal ganz zum Anfang. So. Jetzt versuche ich mal. Ach, hier ist doch, guck mal, hier kriegt man ja auch ganz gut Holz, indem man einfach mal eine Palme fällt. Das kann man ja machen. So. Muss nur gucken, dass man neue Palmen wieder pflanzt. Kann man das hier? Gibt es hier die Palmsetzlinge auch? Nö, ne? Toll, 40 mal Palmholz. Keine Setzlinge. Nicht. Jetzt irgendwas mit. Kann man denn. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Eine Brücke nach oben. Papa, du hast mir ja noch gar nicht den Stein der Weisen gegeben. Den himmlischen Stein, meinst du? Da hast du völligst recht. Obwohl, die Worte sind ja hier. Ja. Natürlich auch. Was ist das, ein Meistergeist? Die kämpfen ja gar nicht hier, richtig. Die beschützen mich ja gar nicht gut. Au, eine Schildkröte! Die sind stark, wa? Die sind immer stärker, die Figuren. Ich will auch mehr Gegner. Woran liegt denn das, dass hier so viele Gegner kommen? Das hat auch irgendwas mit dem Wasser hier zu tun, oder? Das stimmt doch was nicht. In der Nähe vom Wasser sterbt, wird auch die Krankheiten. Ach, hier ist ein Riesen. Ach, guck mal. Die kämpfen aber gut gegen Schildkröten, doch. Muss man ja mal so anerkennen. Weckerblatt gemacht, erstmal Wecker eingesammelt. So. Jetzt kommen die hier gar nicht mehr durch. Oh, das ist ja eine super Sache hier. Sieht ja ganz geil. Fliegen wir mal hoch. Immerhin, sobald ein Gegner ist, geht hier gar nicht mehr. Langsam hochfliegen. Okay. Das ist alles noch nicht dolle hier. Da müssen wir definitiv noch ein bisschen mehr tun. Oh, jetzt wäre ich fast ertrunken. Jetzt hebe ich das mal wieder ab hier. Das alles brauche ich nämlich. So. Natürlich ganz eine geile Geschichte. Gerade hoch. So. Wie kriegen wir das jetzt hier hin, dass wir hier oben Holz hinbauen können? Hochhüpfen immer. Immer Astickel hüppen. So. Wie das jetzt gehen soll, weiß ich auch noch nicht so richtig. Jetzt machen wir erstmal auf jeden Fall. Wir bauen auf jeden Fall eine Brücke hier rüber erstmal. Und da setzen wir mal Lagerfeuer, damit es ein bisschen heller wird. Gib mir Licht. So. Und dann. Es ist alles abgebaut, wa? Nee, hör doch auf.
Eine Holzklappe ist noch da. Meine, er soll doch nicht alles abbauen. Kann ich hier hinten Holz anstückeln? Das möchte ich jetzt mal wissen, gerne. Kann man da Holz anstückeln an die Holzklappe? Das wäre ja ein Ding. Wenn das jetzt gehen würde. Komm mal her. Ich glaube, das wäre ein guter Weg. Ja, es hat funktioniert. Ich bin froh. Ich dachte, ich falle hier runter, aber hast du dich nur bewegt. Das ist wie wenn man in der Eisenbahn sitzt und der Zug fährt los. Dann denkt man nämlich, der andere Zug fährt. Ich bin so froh, dass ich runtergefallen bin. Also wenn der andere Zug fährt, denkt man, man wäre selbst der Fahrende. Nee, ich habe nur gerade mich ein bisschen vertan in der Optik. Och, hör doch mal auf, Mensch. Das müsste in der Steuerung mal ganz anders sein, dass man wirklich hier, dass man wirklich sagt, ich laufe nach rechts und ich hüpfe nicht. Das ist ja eine Katastrophe, die Steuerung hier. Ja. Das macht doch keinen Spaß so. Papa, soll ich hier neues Holz sammeln gehen? Doch, nee, das schaffen wir sowieso in der Folge jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, vielleicht reichen ja auch die 2 Etagen schon. Wir sind doch Fuchs. Wir sind doch stark. Vielleicht reichen ja die beiden, die Sachen, die wir jetzt hier haben, schon, um jetzt hier so gegen Duke Fischron, gegen den Herzog, antreten zu können. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich auch, kann ich dir sagen. Aber das müssen wir in der nächsten Folge uns angucken, weil die ist jetzt gleich zu Ende. Können wir da noch eine Runde Rocket Ball spielen? Dann muss ich erst Rocket Ball, wieder mal eine Runde Rocket Ball spielen. Also die Folge ist gleich zu Ende und dann muss ich auf jeden Fall erstmal das Platin ein bisschen vervielfachen, damit wir ein bisschen bessere Ausrüstung haben. Dann bekommst du den himmlischen Stein von mir. Das machen wir noch in der Folge, dass du mir den Stein gibst. Das machen wir jetzt gleich nach der Folge. So. Damit niemand sieht, wie wir hier cheaten. So. Das hat man aber jetzt in der Folge gehört, dass du mir das hat man jetzt gehört, genau. Ja, und die kann man auch nicht schwindeln. Du bist kein guter Schwindler. Ich glaube auch, das ist gar nicht so sinnvoll, mehrere Waage voll zu haben, aber ist am wenigsten immer überall irgendwie so ein bisschen. Tordak möchte es hier lassen. Wir brauchen Tordak. Also. Ich hab doch gesagt, wir müssen noch ein Haus bereit machen. Wir müssen noch weitere Häuser bereit machen, genau. So, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und dann hauen wir den Duke an. Tschüss.